Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Phoenix Wright Trials and Tribulations. Ich habe euch im letzten Part die Frage gestellt, warum unsere Frau Foster den Auslöser nicht selbst betätigen musste. Und ja, ich glaube, ich habe noch nie so oft dasselbe Wort unter einem Video gesehen, überhaupt auf YouTube. Und zwar ist das Zauberwort Selbstauslöser. Denn die Kamera von Melissa Foster, hiermit machte Melissa Foster das Zeugenfoto, hat einen Selbstauslöser. Aha. Hey, Momentchen mal, steht da jetzt wirklich Zeugenfoto? Hey, da steht Zeugenfoto. Und davor stand nur Zeugen. Wow. Immerhin haben wir sie so halbwegs richtig gemacht, unsere Übersetzer. Auf jeden Fall, nimm das. Ich denke, da kann man sich nicht irren. Sehen Sie sich Ihre Kamera an. Da ist ein Selbstauslöser integriert und sogar ein Stativ. Das ist fast schon so, als wurde die Kamera nur für dieses Foto mitgebracht. Einspruch. Was wollen Sie denn damit sagen, Frau Fay? Dass Frau Foster zur Tatzeit nicht an dem Ort war, von dem sie es behauptet hat? Nun, wenn sie wirklich den Selbstauslöser der Kamera benutzt hat, dann lautet die Antwort, sie war irgendwo anders. Ganz genau, sie war nicht an dem wunderschönen, blumigen Ort. Würde die Verteidigung das bitte näher erläutern? Hört zu, das ist ein entscheidender Punkt. Wo war Frau Foster während des Vorfalls? Indem wir diese Frage beantworten, klären wir auch Frau Fosters wahre Identität. Nun gut, bitte beantworten Sie diese Frage. Wo war Melissa Foster, als der Vorfall auf der Brücke passiert ist? Meine Intuition sagt, ja, wohin bewegt sich denn mein Pfeil? Etwa über das O? Ich glaube schon. Nimm das! Selbstverständlich war die Zeugin genau hier. Aber das ist... Aber da stand doch das Opfer, Frau Hathorn. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Frau Fay, was zur Hölle? Euer Ehren, darf ich wohl? Nachdem sich der Angeklagte vom Opfer auf der Brücke trennte, floh er mit dem Auto. Aber das würde bedeuten, er hatte keine Zeit, um das Opfer in den Kofferraum zu legen. Mit anderen Worten, wenn jemand die Leiche in den Kofferraum gelegt hat, dann hätte das nur getan werden können, bevor der Angeklagte das Opfer traf. Einspruch! Das ist verrückt. Natürlich hat Frau Falls das Opfer getroffen. Warum sage ich eigentlich immer Frau Falls? Ich weiß es auch nicht. Herr Falls auf jeden Fall. Die einzige Person, die das Opfer in den Kofferraum legen konnte, ist derselbe Mann, der sie auch umgebracht hat, nämlich Terry Falls. Einspruch! Sie verstehen es immer noch nicht, Herr Edgeworth, oder? Zu der Zeit, als das Foto der Zeugin gemacht wurde, war das Opfer bereits tot. Die Person auf dem Foto war nicht Valerie Hathorn. Einspruch! Was? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts Lächerlicheres gehört. Wer ist denn dann bitte das Opfer auf diesem Foto? Ist denn das nicht offensichtlich? Das ist ihre eigene Zeugin. Was? Das ist die einzig mögliche Erklärung. Die Frau, die Herr Falls an jenem Tag auf der Brücke traf, war nicht Valerie Hathorn. Das waren Sie, Melissa Foster. Ich? Bedenken wir, dass es an jenem Tag und auf dem Berg geregnet hat und dass es neblig war. Herr Falls selbst glaubte, die Frau vor ihm sei Valerie Hathorn. Einspruch! Aber der Angeklagte kannte Valerie Hathorn sehr gut. Schließlich war sie die Frau, deren Aussage ihn ins Gefängnis gebracht hat. Einspruch! Aber seitdem hat mein Mandant 5 harte Jahre in einem Bundesgefängnis verbracht. Er konnte sich nicht mehr genau daran erinnern, wie sie aussah. Das haben Sie sich doch gerade erst ausgedacht. Wo ist Ihr Beweis? Ich habe alles hier vor mir. Dieser Beweis wird dem Fall eine Wende geben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte Herr Falls vergessen, wie Valerie Hathorn aussah. Und zwar mit der Nachricht des Opfers. Nimm das! Herr Falls hatte das Gesicht des Opfers vergessen. Deshalb brauchte er etwas, um sie zu identifizieren. Nämlich diesen Schal. Ah!
Herr Falls hatte sie gebeten, diesen Schal zu tragen, damit er sie erkennt. Das ist bereits durch die Nachricht bewiesen, die das Opfer hinterlassen hat. Mit anderen Worten, solange sie den Schal trugen, wie er es verlangt hat, hätten sie vorgeben können, Valerie Hawthorne zu sein. Nun, was haben Sie dazu zu sagen, Melissa Foster? Nein! Wow, sie ist umgekippt. Bravo. Boom Headshot. Wo ist Frau Foster? Sie sammelt sich in der Lobby. Brutaler Headshot. Es ist ganz offensichtlich, dass Melissa Foster es getan hat. Sie hat die Leiche in den Kofferraum gelegt und sich als das Opfer verkleidet. Die Kamera machte dann ein Foto von ihr selbst und dem ahnungslosen Angeklagten. Die einzige Frage ist, warum hat sie das getan? Nun, ist das ja nicht offensichtlich? Sie ist die echte Verbrecherin. Ha. Wir müssen warten, bis Frau Foster sich wieder beruhigt hat, ehe es weitergeht. Bis dahin zieht sich das Gericht zurück. Verteidigung und Staatsanwalt haben sich in der Lobby zur Verfügung zu halten. Ja, euer Ehren. Jawohl. Na schön, das Gericht zieht sich zurück. Fortsetzung folgt. Natürlich hier und jetzt. Geht natürlich weiter hier. Speichern, ja, können wir auch mal machen hier. 16. Februar, 13.14 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 4. Herr Falls, ich... Tut mir leid. Ich sag danke, du bist echt klasse, du hast mich rausgehauen. Danke, es ist fast geschafft, wenn ich bewiesen habe, dass sie es gewesen ist. Ja, aber es gibt noch ein großes Hindernis, das wir überwinden müssen. Hindernis? Ja. Das Motiv. Warum hätte Melissa Foster die Polizistin töten sollen? Motiv, Jedenfalls, wir brauchen dringend noch mehr Informationen. Informationen, richtig. Vor allen Dingen brauchen wir Informationen über diese Melissa Foster. Wir wissen nur, dass sie Literaturstudentin ist. Und noch eine Sache. Was denn? Nun... Natürlich der Vorfall, der vor 5 Jahren passiert ist. Die Entführung und der Mord, weswegen der Streifenhörnchen zum Tode verurteilt wurde. Ich hab nichts gemacht, ich hab niemand getötet, ich lüge nie. Herr Falls, in diesem Fall, erzählen Sie uns mehr darüber. Über das, was vor 5 Jahren geschehen ist. Okay, ich vertraue dir. An jenem Tag... Vor 5 Jahren. Ich träume davon. Jeden Tag. Das Foto. Es erinnert mich an alles. Die Brücke sieht gleich aus. So wie damals. Vor 5 Jahren. Als ob sie zusammenbrechen könnte. Jeden Augenblick. Sie ist also seit mindestens 5 Jahren so kaputt. Ha. Tut mir leid, Kumpel, aber du hörst dich so an, als brechst du gleich zusammen. Stimmt schon, ich hab sie entführt. Vor 5 Jahren, da habe ich meine Freundin entführt. Dahlia Hawthorne. Plot Twist! Ihre Freundin? Hä? Hey, Moment mal, hast du Hawthorne gesagt? Der Nachname des Opfers. Dahlia Hawthorne, Valeries jüngere Schwester. Was? Ist das Ihr Ernst? Das Mädchen. Achso, das Mädchen, lass sie gehen. Ich muss mich erstmal hier wieder orientieren. Schnauze, komm näher und ich mach sie kalt. Tut mir leid, aber dazu wirst du nicht mehr kommen.
Die damalige Inspektorin war Valerie Hathorn. Erst dachte ich, auf einen Entführer zu schießen, ginge zu weit, aber wenn es darum ging, ihre jüngere Schwester zu schützen, kann ich verstehen, warum. Falsch! Nicht um ihre Schwester zu beschützen. Sie hat mich und uns betrogen. Was meinen Sie damit, dass sie sie betrogen hätte? Alles. Alles Lügen. Alles vorgetäuscht. Die Entführung auch. Eine vorgetäuschte Entführung? Dahlia, meine Freundin, meine Liebe, mein Teenie-Engel. Hat er wirklich mein Teenie-Engel gesagt? Das war eine Seifenoper zu viel. Ich tue alles, was sie sagt. Alles, was Dahlia sagt. Alles, was Dahlia sagt? Sekunde mal. Sie behaupten also, dass die Entführung vor 5 Jahren geplant war? Ja, von Dahlia und mir und von Valerie auch. Valerie war auch dabei? Dahlias Familie ist reich. Schmuckgeschäft. Wir dachten, wir bekommen Stein. Dahlia und ich haben einen Erpresserbrief geschrieben, an ihren Vater geschickt. Verlangten einen 2-Millionen-Dollar-Diamanten, Übergabe bei Dämmerbrücke. Wir verlangten, dass Valerie Übergabe machte, denn sie war neue Inspektorin. Eine Inspektorin in der Tasche zu haben, ist wirklich eine praktische Sache, ja? Am Ende wolltet ihr die 2 Millionen durch 3 teilen, hm? Ja, aber diese Frau... Diese Frau, Valerie, sie hat's echt getan. Sie hat echt auf mich geschossen. Auf Dahlia und mich. Ich bekam Schuss in den Arm. Dahlia, sie sprang in Fluss. Sprang? Sie meinen, sie sprang selbst? Ich konnte es nicht tun. Ich hätte sie niemals stoßen können. Jedenfalls bin ich ohnmächtig geworden. Als ich aufgewacht bin, war überall Polizei. Und dann hast du die Todesstrafe bekommen. Ich konnte es nicht fassen. Diese Frau, sie hat mich betrogen. Dieser Mann, Terry Falls, er hat sie umgebracht. Er hat sie von der Brücke geworfen. Meine geliebte Schwester, in den tosenden Fluss, 12 Meter in die Tiefe. Die ganzen 5 Jahre lang habe ich mich gefragt, warum, 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 warum? Warum hat sie gelogen? Mehr wollte ich nicht wissen. Deshalb hast du sie angerufen. Du wolltest die Wahrheit von Valerie erfahren. Ja, aber ich habe vergessen, wie sie aussah. Also sollte sie einen Schal tragen. Ich wollte ihr nicht wehtun, nur fragen, warum? Warum? Warum hast du gelogen? Warum hast du mich betrogen? Ich wollte nur Antwort aus ihrem Mund hören. Das ist alles. Deshalb also diese verrückte Flucht. Nur noch eine Sache, Streifenhörnchen. Bei mir schrillen die Alarmglocken. Sag mal, Falls, wo ist er? Wie? Wo ist was? Komm schon, Mieze. Das Lösegeld. Der 2-Millionen-Diamant. Erinnerst du dich jetzt? Hast du ihn Papst zurückgegeben? Hat ihn die Polizei genommen? Weiß nicht. Wie? Sie wissen es nicht? Echt nicht. Ich weiß nicht. Er ist verschwunden. Mit Dahlia. Mit Dahlia? An dem Tag, auf der Brücke. Dahlia hat ihn genommen, in den Rucksack gesteckt. Verschwunden. Mit Dahlia, verschwunden, für immer, im Adlerfluss. Er ist mit Dahlia verschwunden, wie? Sekunde mal! Sie können jetzt kommen, es kann weitergehen. Herr Falls, in diesem Fall, nur noch eine Frage. Als Sie sagten, mit Dahlia, meinten Sie da, der Diamant wird noch immer vermisst? Wie auch die Leiche von Dahlia Hathorn? Sie wurde nie gefunden.
meine süße Dahlia. Sie haben sie nie gefunden. Vom Fluss verschluckt, verschwunden, mein Teenie-Engel. Dein Teenie-Engel. Wie alt war sie überhaupt? Er ist 14. 14? Vor Diamanten haben sie wohl Babys geraubt. Sie täuscht eine Entführung vor und verduftet mit einem 2-Millionen-Kiesel. Mann, oh Mann, die Engel heutzutage. Falls hält den Knopf hin und bekommt einen Fahrschein in die Todeszelle. Nimm nicht den Knopf, den Kopf, natürlich. Ich spiele gerade ohne Brille, deswegen manchmal hier und da kommen Buchstaben aus dem Nichts. Ist Dahlia Hawthorne ein Engel oder ist sie in Wahrheit ein... Es ist soweit, Mieze. Sieht aus, als hätten wir ein paar mehr Asse im Ärmel. Darauf kannst du wetten. Diamant, zur Gerichtsakte hinzugefügt. Den will ich mir natürlich angucken, also hör zu, du kleiner Kaffee-Junkie. Diamant, ein 2-Millionen-Dollar-Stein, Dahlias Lösegeld, vor 5 Jahren im Adlerfluss versunken. Jetzt wird's ernst, Mia. Du musst zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Das ist eine meiner Regeln. Denk dran. Oh mein Gott, wie wird die Gerichtshandlung jetzt verlaufen? Oh mein Gott, schaltet unbedingt beim nächsten Part ein. Bis dann.